Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe unseres Ruhrpott-Formats. Wir wollen uns heute ganz kurz mit den Gesetzgebungskompetenzen, mit der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen im Grundgesetz beschäftigen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein föderaler Rechtsstaat. Das heißt, die Kompetenzen werden zwischen Bund und Ländern, die jeweils staatliche Ebenen sind, verteilt. Und da es ein Bundesstaat und kein Staatenbund ist, obliegt diese Verteilung, die Entscheidung über die Verteilung, also die Kompetenz, obliegt diese dem Bund und dementsprechend ist sie im Grundgesetz geregelt. Die Kompetenzverteilung im Grundgesetz unterscheidet zwischen einer allgemeinen Aussage und dann spezifischen Aussagen, insbesondere für Gesetzgebung und vollziehende Gewalt. Wir wollen uns jetzt nur mit der Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen, also nicht mit der Verteilung der Verwaltungskompetenzen beschäftigen. Das machen wir ein andermal. Die Gesetzgebungskompetenzen sind in Artikel 70 folgende Grundgesetz geregelt. Und da wird erstmal der allgemeine Grundsatz wiederholt, nämlich die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, so sagt Artikel 70.1, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Also muss man schauen, gibt es eine Bundeskompetenz? Länderkompetenzen sind nicht geregelt, sondern immer dann, wenn es keine Bundeskompetenz gibt, entsteht automatisch nach 70.1 eine Landeskompetenz. Für die Bundesgesetzgebungskompetenzen unterscheidet das Grundgesetz zwischen der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes und der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Nebenbei, es ist nicht richtig, von einer konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz der Länder zu sprechen. Es gibt nur die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Was heißt das? Ausschließliche Gesetzgebungskompetenz ist in Artikel 71 Grundgesetz geregelt. Im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung, so heißt es dort, haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur dann, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt wurden. Also das sind Bereiche, in denen das Grundgesetz davon ausgeht, nur der Bund kann sinnvollerweise Regelungen treffen, das muss bundeseinheitlich geregelt sein und nur in Einzelfällen kann der Bund dann ausdrücklich sagen, ja, das könnt ihr in den Ländern regeln. Aber grundsätzlich gilt, im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz haben die Länder keinerlei Befugnis zur Gesetzgebung. Welche Materien das sind, das ergibt sich aus dem Katalog in Artikel 73. Also klassisches Beispiel die Staatsangehörigkeit des Bundes. Das kann nur durch Bundesgesetz geregelt werden. Davon zu unterscheiden ist die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz ist in Artikel 72 geregelt. Und dort heißt es, im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat. Also, wenn es kein Gesetz gibt, dann können die Länder regeln. Soweit der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat, bindet das die Länder grundsätzlich. Welche Kompetenzen das sind, das ergibt sich aus dem Katalog in Artikel 74, Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung. Weil das so schwierig ist, meine Damen und Herren, hat der Gesetzgeber das noch mal ein bisschen kompliziert in Artikel 72 Absatz 2 und 3. In Artikel 72 Absatz 2 ist geregelt, dass bestimmte Wahrnehmung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes sich rechtfertigen müssen vor einem besonderen Interesse. Vor einem besonderen Interesse an bundeseinheitlicher Regelung. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Für uns ist wichtig Artikel 72 Absatz 3. Da ist nämlich das Abweichungsrecht geregelt. Die Länder können in bestimmten Materien, dazu gehört zum Beispiel auch die Raumordnung, können in bestimmten Materien von bundesgesetzgeberischen Regelungen der konkurrierenden Kompetenz abweichen. Das heißt, der Bund hat das Raumordnungsgesetz gemacht als Ausübung seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz. Und jetzt können die Länder in ihren Landesplanungsgesetzen zum Beispiel von diesen bundesrechtlichen Vorgaben Abweichungen zulassen. Ob das allgemein und
umfassend zulässig ist oder ob bestimmte abweichungsfeste Kerne bestehen. Das sind dann Einzelheiten, mit denen wir uns ein andermal beschäftigen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.